Willkommen heute wieder zurück zu einer weiteren Folge von Mod war's. Ha! Ich habe Difficulty 0 eingeschaltet, Roman. Kannst du knicken? Nein, das ist Jeffrey, lol. Heißt er wirklich lol. Jeffrey? Alter, good old Jeff. Lol, ey, cool, Alter. Ne? Ja, jedenfalls, wir spielen hier heute wieder Mod war's mit dem guten alten Roman. Guten Tag, mein Name ist Roman. Ja, guten Tag, ich werde endlich mal vorgestellt. Hallo, ich bin eigentlich Mario. Eigentlich darf ich dich nicht vorstellen. Hallo, lieber Roman, Mario, Dingenskirchen. Ich gehe in mein Schloss nach Hause. Also Leute, wir spielen hier heute auf einer ganz, ganz besonderen Map. Nämlich haben wir uns hier auch schon mal so ein bisschen verkleidet, ja, wie man eben schon gesehen hat. Und das ist hier so ein riesengroßes Schloss. Vielleicht wisst ihr ja genau, was es ist. Ich wollte am Anfang eigentlich Aerosol sein, aber jetzt bin ich Mario. Ich wurde gezwungen. Ich werde gezwungen, hier mit aufzunehmen. Ich zwing dich in Klamotten, die du nicht magst. Ja. Ich musste mir ein Gesicht anziehen. Aber nochmal kurz zum Thema Mod Wars, Leute. Für die, die es nicht kennen, kurze Erklärung. Wir müssen uns jetzt hier gleich Items suchen und dann uns gegenseitig bekriegen. Das war's. Tschüss. Hey, wir müssen keine Items suchen, sondern wir holen uns Items aus dem Game Mod. Ich habe auch mal eine ganz, ganz coole Folge gemacht, die letzte Folge mit Flo war das nämlich. Und da haben wir uns die Mod-Items gegenseitig versteckt und haben wir uns dann gesucht. Zu Ostern. Das war richtig cool. So, zu Ostern? Oh, das ist ja, das war richtig cool. Also willst du in deine Ecke gehen, Roman? Ich wäre dafür, ich gehe in die Ecke und du gehst auf die andere Seite des Schlosses und dann rüsten wir uns aus, okay? Mit allen unseren Sachen, die wir benötigen, und dann treffen wir uns in der Mitte. Das wäre richtig cool, Mann. Und dann treffen wir uns im Schloss. Ich kann mal kurz zeigen, wie das Schloss von innen aussieht. Das ist nämlich richtig, richtig cool. Richtig, Leute, das ist absoluter Wahnsinn. Machst du mal kurz Tag ein bisschen? Also Dings, Timeset. Guckt euch das hier mal an, hier drinnen, Leute. Seht ihr das hier? Das ist der absolute Wahnsinn. Hier drinnen ist, ja, einfach gar nichts drin irgendwie. Das finde ich ein bisschen schade. Ich finde es ein bisschen schade. Also das Schloss hätten die schon drin dingsen können. Ich habe eine Idee, was wir machen können. Ja. Ich habe eine richtig coole Idee, warte. Dafür muss ich aber erstmal ein bisschen hochfliegen. Ich sag dir gleich Bescheid, wenn du dich teleportieren kannst. Das können wir, glaube ich, mal als ein Dings machen. Als ein Special. Oh Gott, hier geht's Special. Voll weit hoch. Ist es wieder eine Special für... Der Ausschuss ist super spät. Du bist ja eigentlich ein Mensch, der Dings da, ne? Du liebst ja das Adrenalin, oder? Ja. Ich liebe die Angst. Was Cooles. TP Lars oder so zu Arasul HD. Guck mal, wo wir sind. Weißt du, was wir jetzt machen werden? Hier ist dein Boot, Alter. Was zur Hölle? Hä, Alter, was soll ich da? Wir können hier mit dem Boot doch runterschwimmen. Gehst du in Game Mode 0? Wollen wir Game Mode 0 machen? Okay, dann machen wir es auf den. Lass auf die gute alte Game Mode 0 Art machen. Alter, Junge, Junge, ey. Oh, yo, das sind voll viele Krokodile. Das ist voll Action geladen. Aber und los geht's. Hä? Mein Boot fliegt irgendwie. Ich fliege auch, ja. Hä? Richtig buggy, Alter. Jo, hey, Alter, ich fliege auch. Hä, Alter, da sind voll viele Tiere. Man landet perfekt im Teich drinne, ohne dass du irgendwie dir Gedanken machen musst. Jetzt habe ich ein U-Boot, Mann. Junge, wenn du unten im Wasser bist, dann tauchst du gar nicht auf. Du machst das U-Boot. Ja, stimmt halt einfach echt. Bist auch unter Wasser. Oh, ja, Leute, ich bin tot. Hit the ground too hard. Hä? Hä, was war das gerade? Getrollt, das war mein, nein, war ein Spaß, das ist das einfach nicht so passiert. Das war Special, das war Special. Du musst dir das mal anziehen, tipp dich mal zu mir, warte. Ja, komm. Tipp dich mal zu mir, warte, der Lars oder so zum Aerosu. Ja, bin da. Guck dir das mal an, wie viele Krokodile da sind. Alter, das ist guck richtig. Guck mal, die tanzen da einfach alle, die tanzen Chimichanga. Das ist voll, das ist Chimichanga. Okay, wir müssen jetzt mal langsam. Ja, wir dürfen jetzt nicht so viel rumtrödeln, Roman, weil wir nämlich hier den Zuschauer warten lassen. Das ist cool, ja. Das ist eine sehr, sehr lustige Idee. Mario, du hast die besten Ideen überhaupt. So, ich bin so froh, dass ich nicht. Du bist so toll, Mario. Alter, ich habe ja schon Admin Weapon benutzt. Nein, ohne Admin. Eigenen mach ohne Admin Weapon. Aber mit Admin Weapons ist das immer so Dings. Alter, wie lange die Welt braucht, bis die hier lädt, Mann. Ist ja unglaublich. Warte mal, machen wir mal kurz. Ist ja der Wahnsinn. So, zack, machen wir mal das hier wieder. So, jetzt lädt das Ding wieder ein bisschen schneller. Okay, wir machen aber ohne Admin Weapons, oder? Ja, was ist denn ein Asteroid? Demonic Mastermind? Kann man keine mal gucken, Ahnung, keine ist, Ahnung. Ja. Ich habe wirklich keinen Plan. Machen wir ganz normale Standard-PvP-Ding, so wie... Hol dir mal Asteroid. Also schreib mal Aster einfach nur, dann kommt der Asteroid. Das ist einfach... Das ist ein Fleischklops auf vier Beinen. Auf sechs Beinen, sorry. Das sieht richtig wird das A-S? A-S? A-S-T-A-R-O. Astaro. Einfach ganz normal. Ach so, Astaro. Ach ja, da, Astaroid. Das ist so warte mal, ich guck mir das an. Das sieht aus wie ein Fleischklops auf sechs Beinen. Sieht richtig lustig aus. So ein richtiger Mongo. Ah, stimmt halt wirklich, Alter. Der sieht aus wie von Dings hier. Von Zelda ist er, glaube ich, oder? Bin mir gerade gar nicht so sicher. Bin mir glaube nicht sicher.
Ey, hier gibt's den Chance Icosahedon. Das sind diese super leuchtenden Blöcke da. Hm, also Leute, ich werde mir jetzt auf jeden Fall, hier ein paar Sachen rausnehmen, weil ich Roman heute zerschneiden werde. So, so. Ey, ich habe mir auch Versehen Würfel genommen. Oh, guck mal, der ist auch noch mal ein bisschen stärker. Hä, Würfel? Meinst du diesen Cube, diesen pinken? Nee, dieser Chance Icosahedon. Weißt du, was man nehmen muss? Oh, ich hatte Kiwi gespawnt. Du musst mal diesen einen pinken Würfel nehmen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie der heißt. Und dann musst du den mal hinsetzen. Ist richtig, richtig lustig. Warte, ich such den mal gerade raus für dich, das Teil. So. Wo ist denn der? Warte, guck mal, machen wir mal so. Ich kämpfe gerade gegen den Wither. Ich habe ihn gerade besiegt. Warte mal, ich weiß es nicht, Leute, aber die Zuschauer wissen, was ich meine mit diesem pinken Würfel. Das Ding ist ultra, hey, ultra cool. Du hast ja einen gelben Astaroid. Warte, guck, die hier sind nice, Mann. Guck mal, wie die aussehen. Du kannst Disco machen. Disco! Bist du ein paar Disco-Moves? Die sind voll nice, gell? Die sehen voll cool aus. Aber du musst aufpassen. Explodieren wenn die? Wenn der Server crasht, können wir die nicht mehr dingsen. Können wir den Server nicht mehr anmachen, weil Flo nicht da ist. Und ich oh sage, nein! Ich hab sogar Rechte zu dem Server. Ich glaube, ich kann ihn wieder anmachen. Wow, guck, du hast ja jetzt ein Schwert bekommen. Lass mal so unsere Items bekommen, diese Runde. Das sind aber die Lucky Blocks, wenn der Server crasht, Roman, dann ja, das wäre ein Problem. Ja, chillau mal lau, sagst du? Ich mach 5 Stück. Warum machst du denn 4 auf einmal auf, Roman? 5 mache ich jetzt auf, das ist doch besser, oder? Hey, nice, ich habe Neverstar bekommen. Warte, jetzt darf ich mal. Ach, das sind doch diese Dinger davon auch von Super Mario. Gibt's doch auch dieses. Weißt du, was ich meine? Ja. Nur, dass die sich ganz langsam bewegen, dass sie sich halt richtig, richtig langsam bewegen. Weißt du, wo es noch Roulette gibt? Unter www.zoom.de. Link in der Beschreibung. Ja, aber ich habe sogar ein Enchantment Table bekommen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Warte, und da kommt jetzt hier, boom, ein Beacon. Was kommt hier raus? Und. Ein Beacon. Wow, oh, da kommt wirklich, jetzt nichts Gutes raus. Ich habe bei meinem ersten Wither rausbekommen. Ey, da kommt nichts Gutes raus. Haben wir hier einen Plants-Mod drin, sodass wir uns vielleicht bekriegen können mit Schusswaffen einfach? Plants-Mod? Pflanzen? Ja, Plants-Mod, sodass wir uns mit Pflanzen abschießen. Wir können uns mit Blue... Ich hab's gefunden, hier die Würfel. Chance Cubes ist es hier. Nimm mal den Cube hier. Der da? Hä, der ist aber nicht pink, das war nur blau. Warum? Meinst du den da? Aber warum passiert da nichts? Bei mir passiert was. Die sind noch schlimmer als normale Lucky Blocks, Mann. Ja, Mann. Ey, komm, lass uns doch einfach mal nur mit normalen. Junge, ich krieg die ganze Zeit dasselbe. Hast du schon zweimal dieses Bedrock-Gefängnis bekommen? Ja. Ja, chillamala. Warte mal, ich such grad coole Waffen mit denen wir. Junge, hier ist nur TNT die ganze Zeit. Ey, ich hab ne Idee. Wir machen jetzt ein kleines Schlachtfeld. Wo sind diese Noteblocks? Ey, komm, wir machen ein Schlachtfeld. Boom! Kleines Schlachtfeld. Und dann fangen wir an. Warte, ich mach kurz ein kleines Schlachtfeld und dann bekriegen wir uns. Dann machen wir Call of Duty. Aber mach mal so eine Insel einfach, wo wir uns dann bekämpfen, weißt du? Du willst so eine Insel kleine, haben? Alles mach mal so eine klar, kleine oder? Insel, in der wir uns bekämpfen. So. Ich grab uns kurz eine Insel aus. Einen Moment kurz. Nehmen wir irgendwie sehr starke Rüstung, weil ich glaube, ich nehme einfach so eine Standard Refined Corallium, oder? Ich nehme eine, die blau ist. Warte, was haben wir denn da? Oh nein, das klingt ja schon mal sehr, sehr vielversprechend. Ey, ich nehme die Peacock-Rüstung. Junge, die gibt's. Es gibt eine Peacock-Rüstung. Ja, ich weiß, das ist ja Osborn mit der Peacock-Rüstung. Ah, gute alte der Osborn-Mod. Wer kennt sie nicht? Ich gönne mir eine Peacock-Rüstung. Übrigens, falls ihr es nicht wisst, Leute, unser Lieblingsinterpret im Musikgenre ist Dr. Peacock. Falls ihr den nicht kennt, einfach mal Dr. Peacock eingeben. Die Musik wird euch zu 100% gefallen. 100%. Falls ihr euch nicht gefällt, kommt ihr einfach nochmal zurück hier auf das Video und schreibt Hashtag Gurke in die Kommentare. Ha? Oh, hat der Lars was zu lesen? Da habe ich einige Sachen zu lesen jetzt. Hör mal auf, ich will gerade mein Game Mode switchen. Baum gespawnt. Achso, lol. Ich wollte gerade meinen Game Mode switchen. Und Lass doch einfach mal so eine Schusssache machen, sodass wir so ein richtiges Schlachtfeld haben und dann benutzen wir richtige Schusswaffen und nicht irgendwelche Raketenwerfer. Okay. Wollen wir mal so richtig so Dings machen, so ein richtiger Shooter. Warte. So. Okay, jetzt habe ich hier. Es gibt ja Minigun und so ein Zeug, was wir benutzen können. Ja, oder Sniper. Ja. Oder wir können uns auch mit Snipern so Wir können auch jeder einfach Dings, Lederrüstung nehmen und ein Holzschwert und dann können wir auch... Hey, stimmt, lass doch mal Modwar einfach mit einem Lederholzschwert machen. Mit dem Lederholzschwert. Warte, ich muss mal gerade hier Mantis töten.
Ich weiß noch, zu Reclaim-Zeiten war Mantis so ultra stark, ey. Damals. Echt, hast du die nie besiegt bekommen? Doch, doch. Ey, gib uns aus dem Game-Out raus, dann sag mir mal, wie viel Schaden das macht. Nein, bitte, Roman, bitte nicht. Bitte nicht, Roman, ich will nicht meine Sachen wieder... Du bist der Videomacher, komm, hier, gönn dir da einfach mal. Einmal kann man sich doch gönnen, Wie lädt man das Magazin nach? Ich glaube mit R. Ist schon nach. R kannst du es nachladen. Ja, komm, linksklick, kannst du zielen und rechtsklick, kannst du mir voll den Heady geben. Mal gucken, ob ich es überlebe. Link so und dann boom. Ja, das geht eigentlich. Ich habe so 4,5 Herzen. Ey, ich glaube, wenn wir uns mit Waffen reloaden würden, dann würde das ganz schön viel Spaß machen. Nee, man kann nicht reloaden so. Echt? Nee, keine Ahnung warum. Nee, ich kann nicht mit R reloaden. Bei mir ist es, glaube ich, ein anderer Keybind. Kann natürlich sein. Ey, guck mal, sein. Siehst du das unten rechts? Ich habe mich gerade eben zweimal selbst getötet. Siehst du das? Weißt du auch warum? Weil du in die Zeit zurückgereist bist, wolltest dich eigentlich retten und dann hast du dich nochmal getötet. Ah, das war so ein Zeitcoin. Ganz genau, das war das. Okay, also ich habe das jetzt hier richtig eingestellt, Roman. Du meintest, die Dragon wäre eine coole Dings. Ich habe einfach mal gerade das komplett falsch geschrieben. Dragon. So, zack, Dragon, HFG, 9 Dragon. Leute, wir machen heute mal eine Special-Folge. Wenn wir uns nur mit Waffen bekriegen. Aber weißt du, was ich irgendwie witzig finde? Wir sind Peach und Mario. Oh yeah, oh, Alter. Warte, schaff ich's nochmal. Oh yeah. Und nochmal. Buh, warte, nochmal. Buh. Und wir sind Peach und Mario. Guck dir mal einfach diese Welt an hier. Guck dir mal die Mauer an. Warte, ich lade nochmal kurz nach. Und ja, los. Alter. Voll Junge. Nicht schlecht. Hast du auch eine Dragon? Ich hab jetzt eine Dragon. Ey, nimm dir mal das Feuer. Ich hab den Feuerclip. Boom. Flameshot. Schieß auf den, der ist voll nice, gell? Hast du die Nachladeanimation gesehen? Das ist voll fett, Alter. Ja, Mann, das ist richtig cool. Richtig cool. Das hat eigentlich gar nichts mehr, das hat null mehr mit Minecraft zu tun, aber trotzdem ist es cool. Yo, Alter. Too hot to handle. Lol. Hey, sag mal, aber ich verstehe nicht, warum ich nicht selber hochfliege. Hey, ja, du kannst Roman, auch mit Linksklick übrigens zoomen, wusstest du das? Alter. Hey, lass mal die Monster da abschießen. Lass mal so snipern einfach. Ey, das lol, ist voll nice. Das ist übel nice. Ey, ich hab ne Idee. Warte, ich brauch nochmal. Lass nochmal ein paar mehr Magazine rausnehmen. Ich hol mir jetzt nochmal ein paar Rocket Clips. Ey, ich hab ne Idee. Lass mal irgendwo. Oh, yo, wir stellen dich mal auf die Probe so, heute bei Mod War. Mod War muss ja nicht. Hä, warum mich? Warum ich mich? Warum du nicht dich? Weil du natürlich den spaßigen Teil haben musst. Ja, pass auf. Juhu, Spaß! Du geh mal aus dem Game Mode raus und ich spawn dir Abyssal Zombies. Ja, die sehen so aus. Und gegen die musst du ankämpfen. Aber warte mal, wir brauchen noch irgend so eine coole Dings, Agentenrüstung oder irgendwie sowas. Weißt du, wie ich meine? So, dass wir so eine. Haben wir sowas da? Dass man so eine. Dass man so wie so ein Agent oder wie so ein. Weißt du, so eine Spezialeinheit-Rüstung oder so. Ja, klar, of course. Eine Sekunde. You know what I mean? Of course. Ja, warte, komm her, dann kriegst du hier eine sehr gute Rüstung von mir. Warte, da muss ja auch ein bisschen aussehen wie Ninja, oder? Ah, hier, Mama. Komm, zieh das an. Spezialagentenrüstung ist das. Spezialagentenrüstung. Zieh's an, Mann. Siehst jetzt aus wie ein Spezialagent. Siehst aus wie ein Spezialagent. Aus dem Mittelalter. So, jetzt geht's ab. Du bist Spezialagent aus dem Mittelalter. Du musst jetzt gleich gegen die Monster kämpfen. Hast du genug Munition und so ein Zeug? Okay, Roman, ich bin bereit. Du kannst jetzt eigentlich loslegen. Wir legen los. Sind das normale Zombies oder sind das so... Das sind jetzt erstmal nur normale Zombies. Das ist die erste Dings. Die erste Boom! Mann. Oh, oh. Die erste Stufe musst du irgendwie schaffen. Die Zombies greifen an. Zombies greifen Alter. An. Ich hab ja... Oh nein! Cool, oder? Oh, ja, das ist jetzt mega cool, aber... Zombies runter. Oh, oh, da kommen noch ein paar mehr. Da kommen die Zombies, da kommen sie. Oh, da kommt einer aber von hinten, Problem. Lass. Oh nein, aufpassen. Zombie-Modus. Aufpassen. Oh, yo. Okay, yo. Lass. Nächste Stufe. Zombie-Mutanten. Oh! Ich töte mich gerade selbst. Oh, oh, schnell weg hier, ich muss hier weg. Oh nein, Roman, pass auf. Oh, da kommen die Zombies. Ich töte mich gerade selbst. Ah! Da musst du aufpassen, dass du dich nicht selber tötest. Oh, da kommen welche von der Decke. Ja, das war's. Und das war's. Ich habe mich auch gerade doppelt getötet. Alter, das ist gar nicht so einfach. Ich möchte auch mal. Warte. Rasul. So. Okay, ich bin da. Warte mal, dann mach. Oh, lol. Oh nein. Roman, weißt du eigentlich, dass, weil ich jetzt eben gestorben bin, dass meine kompletten Sachen weg sind? Weißt du das? Komm, such dir jetzt mal können wir keinen Mod Wars machen, Leute. Das war's auf jeden Fall heute mit. Okay, bist du bereit? Komm her, ich werde mich jetzt verteidigen. Lol, guck mal diesen Hasen an. Siehst du, wie der abgeht? Ja, den habe ich ja gerade abgeschossen. Guck mal, wie der Hase einfach abgeht, ey. Ja, wir spawnen jetzt hier erstmal. Machen es ganz easy, indem wir einfach mal. Ja.
Nee, komm. Ja, hast doch, du ein besonderes komm. Monster ausgesucht? Ich hab ein kleines besonderes Monster ausgesucht. Oh, ein ganz Alter, Junge. Alter, der ist hart, der ist hart. Oh, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Aber der steht jetzt wieder auf. Aber irgendwie ist mein Zaun ist nicht mehr da, oder? Hab ich das Gefühl. Oh, der steht da wieder auf. Da. Oh, yo. Yo, what the fish we do? Alter, da muss ich einen Apfel essen. Hä, du hast einen Apfel? Das zählt nicht. Das zählt nicht. Warum zählt das nicht? Warum zählt das nicht, Mann? Ich hatte auch keinen Apfel. Boom. Ja, jetzt ist der Sound wieder da. What the fish. Und jetzt hast du ihn geplättet. Achtung. Und da ist er wieder. Guck ihn an, ja. Und jetzt, will er wieder was? Boom. Nice. Zack, der lebt halt einfach immer noch. Warte mal, wir nehmen jetzt hier nochmal so ein paar. Der ist tot. Tatsache. Jetzt habe ich ihn. Ja, er ist tot, Jetzt hast du ihn. Okay, pass auf. Und jetzt geht's noch weiter. Nächster Gegner. Oh, ein paar Dings da oben. Das ist ja klar, kein Problem. Zombie-Knickbett. Au, die sind hart, Mann, weil die greifen alle an. Ja, weißt du, die laufen alle ganz... Die laufen alle Dings. Oh, die sind hart, Mann, die sind hart. Da hast du mir ein paar Dings da geholt. Bats! Ha, hast du das gesehen? Wollt ihr mehr, Jungs? Bats! Oh, guck mal, wie die alle wegfliegen. Wollt ihr mehr, Jungs? Oh, oh. Warte, gab's da nicht mal so einen Command? Irgendwie so Spawn? Bist du tot? Ja! Okay, ich würde mal sagen, warte mal, wir machen jetzt hier erstmal Difficulty 0 wieder rein, so. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt den Leder-Holzschwert-Kampf und das ist dann Minecraft-Mod-War der Kampf gewesen zwischen uns. Hä, aber das hatten wir bis jetzt noch gar nicht, Leute. Lass auf jeden Fall mal einen epischen Daumen nach oben für diesen wundervollen Kampf da. Warte mal, so, wir nehmen jetzt hier mal die Lederrüstung und das machen wir das jetzt wirklich? Ja, lass es mal machen, das ist lustig. Das geht zwar, das wird richtig gut, ey. Warte. Aber warte, wir machen uns aber trotzdem Goldapfel, oder? Ja, aber nur normal, kein Gold, also nicht diesen lilanen OP. Normaler Gold. Normaler. Jeder zwei, oder? Jeder zwei. Ein oder? Ach. Ja, okay, machen wir zwei. Ja, komm, chill. Komm. Machen wir gescheite, ja. Warte, machen wir das hier wie Männer. Mario Game wie Mode 0. wie so Männer. Noobs. Bist du bereit? Ja, okay. Dann würde ich mal sagen, Leute, lasst auf jeden Fall jetzt erstmal einen Daumen nach oben da, damit wir... Das hier gewinnen und los! Okay. Bereit? Okay, easy. Ja, ich hab meinen Goldapfel schon gegessen. Oh, yeah! Mama Mia. Oh, Mama de Pizzeria. Oh, yo. Oh, Roman, ich werde aber gewinnen, glaube ich, Roman, weil ich hab nämlich Heimvorteil. Weil ich ihn nicht. Alter! Heimvorteil? nein! Yeah. Hä, warum hast du so viel ausgehalten? Du hast geschummelt! Nein, ich hab nicht geschummelt. Ich hab einfach mir zu Anfang mehr Herzen gemacht. Willst du nochmal? Nee. Dann ist es schon okay. Okay, ja, ich hab nicht geschummelt. Ja. Und damit ist die Folge beendet. Lasst uns das als ein Schummler. Schaut unter www.youtube.com/aratulade. Okay, Leute, ich würde mal sagen, lass auf jeden Fall dann. Warum lass es schon wieder so dreckig, Mann? Dieses ist so lustig. Ja, okay, Leute, wir sehen uns auch beim nächsten Video. Haut rein und ciao. Okay, ciao, Leute!